Wechsel! Okay. Oh, 10 Leute gucken zu, wie ich mich selber abfilme und gleichzeitig mein Delay mit drauf habe. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr hier seid. Wir haben mittlerweile uns ein paar Sachen überlegt. Jetzt müssen wir nur schauen, ob das auch wirklich alles Sinn macht. Eigentlich waren wir uns alle darüber einig, dass wir gerne Musical machen wollten, dass es aber in der Zeit nicht möglich wäre. Hört sich an wie ein Witz, ist aber keiner. Was eigentlich noch witziger ist, weil die Hälfte von uns kann nicht singen und auch kein Instrument spielen. Schade, dass sie uns nicht 2 Wochen Zeit gegeben haben, weil dann hätten wir es vielleicht geschafft, ganz vielleicht. Naja, und jetzt überlegen wir, ob wir einen neuen deutschen Genrefilm machen. Kein Nazi-Drama. Aber dann kriegen wir vielleicht noch extra Förderung vom Medienboard. Schauen wir mal. Hi! Hat einer von euch den Polizisten heute bestellt? Der kann nämlich nicht. Wimbrecht ist ja krank, der ist nicht da. Kirsten überlegt sich gerade Dinge, oder? Nee, Kirsten ist Essen holen. Wir haben schon gegessen, wir haben nämlich heute Pizza bestellt und mussten Gott sei Dank nicht das eklige Essen von gestern nochmal essen. Und Idee steht fast. Ist krank gerade so ein bisschen minimal am zweiten Akt. Mann, ich bin auch keine Drehbuchautorin. Ich bin scheiß Modedesignerin. Das ist nicht mein Department. Was mache ich überhaupt hier? Wir haben ganz viele Dystopien geschickt bekommen. Also wenn es um die Welt kaputt machen geht, sind die Leute auf jeden Fall sehr kreativ. Zerstören und Destruktion. Destruktion? Gibt's da schon? Ja. Da sind immer alle mit dabei, auf jeden Fall. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, oh, wir wohnen hier quasi jetzt so Big Brother-mäßig eine Woche lang und machen so Pyjama-Party. Aber es ist immer so, okay, jetzt ist so 8, 8:30, Feierabend. Und ich dachte, oh, okay, ist gar nicht so krass, wie ich dachte. YouTube. Authentizität. Titten wolltest du sagen. Authentititten, genau. Authentititten. Herzlich willkommen im Hummerkasten. Heute ist. Weiß ich nicht. Achso, Donnerstag ist heute. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, als wäre ich auf Klassenfahrt. Und jetzt müsste ich gleich 13 Kilometer um so einen Scheißberg laufen mit Leuten, die ich alle hasse. Aber es ist noch schlimmer, wir müssen nämlich miteinander spielen. Der Wipprecht ist die ganze Zeit besoffen und stinkt unfassbar. Hallo! Der redet den ganzen Tag nur von sich. Der ist so selbstverliebt und ich habe noch nie jemanden gesehen, der ständig betrunken ist. Melissa. Boah, ich hasse sie. Alter, die ganze Zeit nur am Quatschen und dann so eine Japano-Scheiße. Das ist schlimmer als bei Cold Mirror. Egal, was ich Sina erzähle, sie hört nicht zu. Und das Schlimmste sind eigentlich so pseudo-herbeigeführte Konflikte. Wir gucken mal, was sonst noch passiert, weil hier passiert auch nichts. Ich warte heute den ganzen Tag, ich muss drehen, aber das könnte ich euch zeigen. So ist das Wetter gerade in Berlin. Ganz herzlich willkommen von der Strandtoilette und ja, ich war die letzten Tage raus, mir geht's auch einfach nicht so gut. Ja. Auch dieses ganze Online-Ding, ich verstehe das alles nicht. Ich bin sehr alt, ich verstehe viele Dinge nicht, die ihr da macht. Also mir macht die Produktion keinen Spaß. Das ist halt Gift. Okay, ich mach's jetzt mal. Also ich mach's jetzt, ja? Oder? Jetzt trinken, oder was? Naja, aber das ist doch die falsche Kamera. Hast du nicht zugehört? Das ist doch nicht fürs Making-of. Du musst hier rüber gucken. Hier rüber, in die richtige Kamera. Hier musst du reingucken. Und was soll denn dieser Dings? Kann das nicht mal einer festhalten hier? Kann das einer halten? Nee, kannst du das nicht? Oh, ich muss das alleine machen. Ich muss hier noch was wegwerfen. Mann, wir hängen eine Stunde. Kissin. Heul hier rum. Das ist schon wieder. Echt. Es geht einfach schon den ganzen Morgen so. Kann jemand bitte die Psychologin reinholen? Ja. Halbe Stunde Unterbrechung. Ja, ich
Der Blinowski wäre stolz auf mich. Ich wurde eben schon vom Regisseur gefragt, ob ich krank sei. Ich sehe sehr blass aus, ob es mir gut geht. Und ich meinte so, nee, ich bin leider nur ungeschminkt. Ungeschminkt? Oh je. Nein. Kirsten. Wir haben inzwischen im Skript auch, glaube ich, 10 verschiedene Variationen, wie man Kirsten schreibt. Kirstin, Kirstien, Kirsten. Was hatten wir noch? Kisten. Christine. Kiste. Kiste. Alles. Ja. Kiva. Kiva. Also andere Teams arbeiten ja mit CGI und Compositing und so. Nee, wir arbeiten mit echten Autos. Bei uns werden echte Menschen überfahren und das ist nicht Geschauspieler. Das ist wirklich so. Ja, vor allem ist es so geil, wie die Autos fahren. 3 Minuten fährt, das heißt 3 Minuten, 30 Sekunden fährt kein Auto, jemand rennt rauf, klebt ein Markierer. Jemand rennt rauf, zieht die Schärfe, jemand rennt rauf, ist es so witzig. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Hand und Sie kennen mich vielleicht noch aus dem ein oder anderen Netzwerk. Mediakraft zum Beispiel, sensationell. Ich werde heute in diesem Film Martin Rahmen scheiße. Wir fühlen uns auch ganz unwohl, weil wir die ganze Zeit denken, wir wollen auch irgendwas machen. Ja, ihr dürft genau, auch ganz bald. Wollen wir mal ganz kurz bevor... Und er unterschreibt gerade, dass wir sein Gesamtvermögen bekommen und sein Erstgeborenes. Und wir veranstalten nächstes Jahr die Video Days. Wir beide verkleidet als Shirin und Dagi moderieren dann. Okay, da muss ich aber ungefähr noch gefühlte 40 Stunden ins Solarium. Okay, let's go. Ihr seht es da hinten nicht, aber anstatt der Markierung haben wir ein Blatt auf dem Boden festgelegt, wenn man die pinke Klebebandmarkierung halt sonst einfach gesehen hätte. Juckt auch sehr. Juckt sehr. Versuchen einfach nur das Jucken wegzuschicken. Das wär's schon. Weißt du, machen wir am Anfang auch. Kelly, bitte passt du auf, bitte passt du auf. Lehrer. Wir fahren jetzt zum nächsten Motiv. Das ist Sinas Wohnung. Und für den Dreh brauchen wir einen Fuchsschwanz. Das wird sehr interessant. Und ich hatte eben schon gesagt, es ist wie so ein Vergewaltigermobil, aber wir haben keine getönten Scheiben, deswegen ist es eigentlich nur ein normales Filmmobil. Die Realität ist dann immer doch nicht so spannend, wie man denkt. Hallöchen, Popöchen. Jetzt habe ich aus Versehen ein Loch ins Hemd geschnitten. Ach, weißt du, was soll's? War ja nicht mal Hugo Boss. Nee, das geht nicht. Das geht halt nicht. Hi, ihr habt den Bunny bestellt? Hey, für alle Leute, die sich fragen, wer ist das Eichhörnchen? Ich spiele einen Fuchs. Höre ich da unterschwellige Kritik an meinem Kostüm? Das ist krank, dein Kostüm. Entschuldige. Aber wenn du schon filmst, dann film in die richtige Richtung. Danke! Es ist ja rührend, wie blöd du bist. Ich wollte ja immer Kostüm machen, bevor ich tatsächlich mich für Modedesign entschieden habe. Und dann habe ich ein Praktikum an der Philharmonie gemacht mit Theaterschauspielern und habe dann innerhalb von 2 Wochen zu 100% festgestellt, dass ich niemals am Theater Kostüm machen möchte aufgrund der Menschen. Und jetzt bin ich doch am Theater. Im Theater? Da werde ich auch nicht sein. Mir ist so langweilig. Wir sind jetzt in der Kung-Fu-Schule von meinem Vater und wir haben gerade lustig Drachentanz gemacht, wo ich der Popo vom Drachen war. Also ich bin quasi in beiden Achsen zu sehen, was ein bisschen witzig ist. Und jetzt kommt gleich meine Szene, wie ich einfach völlig unimpressed stehe und halt unimpressed bin. Und Luke hat eben auch noch gestrippt und war der beste Stripper-Cowboy, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und ich finde männliche Stripper immer super eklig, aber das war wenigstens unterhaltsam. Und es ist schon ganz schön spät und wir haben wie viel Stunden Verzug? 8? Wir haben 43 Stunden Verzug. 43 Stunden? Produktion hat mich angerufen. Verflixt und zugenäht. Die Mittagspause kommt um 3.07 Uhr. Schön. Dahin steht auch schon das Essen. Und wir müssen alle mit den Händen essen, weil wir kein Besteck haben. Aber wir haben immer noch sehr viel Spaß. Also ich habe zumindest immer noch sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Und die Szene gerade war einfach so witzig, wer das...
hätten wir beides gleichzeitig drehen müssen, glaube ich, hätten wir es 500 Mal machen müssen, weil ich stand immer am Ende so da. Weil es einfach so witzig ist. Und alles sieht aus wie Greenscreen, obwohl es überhaupt nicht Greenscreen ist. Das ist total absurd. Ja, aber wir haben sehr viel Spaß. Da ist eine Löwenlaterne. Habe ich gesagt, ich war im Drachen? Ich war im Löwen. Ich weiß es nicht mehr. Noch was von vorne, Fabi? Oder reicht das nicht? Wir haben jetzt hier abgedreht. Wir haben alle frenetisch in die Hände geklatscht und essen jetzt noch. Ansonsten Link jetzt hier, damit ihr kräftig für uns voten könnt. Ich kann auch gar nicht mehr reden, obwohl ich heute überhaupt, also ich habe ja keinen Text. Naja, auf jeden Fall votet für uns. Sagt euren Großeltern, dass sie für uns voten sollen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst nicht zu abonnieren, denn jedes Einhorn bekommt seine Flügel dadurch. Tschüss! Bodenständig und so normal, wie man nur sein kann. Was ist euer Rezept, um in diesem Showbiz so die irgendwie so total gut zu machen? Die Urlaubsvertretungsgrütze. Ich wünschte, das wäre die Urlaubsvertretung. Es ist leider meine Arbeitsvertretung. Es ist meine Arbeitsvertretung, weil ich auf Arbeit bin.